Publikum. Mesdames et Messieurs. Ladies and Gentlemen. Wir freuen uns, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Und wir freuen uns, dass wir auch so zahlreich erschienen sind. Ja. Ich darf uns vorstellen, wir sind Tim und Struppi. Paul und Paula. Ja, das hätte der wohl gern. Bonnie und Clyde. Nein. Bud Spencer und Terence Hill. Susi und Strolch. Dick und doof. Ja, und du bist doof. Dann bist du aber dick. Oh. Ja, ich lach. Bist du denn dick? Oh, ich bin doch nicht dick. Und du doof. Na, also, wenn du alles besser weißt, dann mach du doch. Ja, also, meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, das hier ist Sophie. Das ist Alexander. Jetzt. Sophie! Und Alexander! Ja, leider. Also zu Beginn der Vorstellung müssen wir ein kleines Geständnis machen. Ja, wir haben was vergessen. Was, Wichtiges. Ja. Unseren Vorhang. Ja, Vorhang. Und da haben wir gedacht, also weil im Theater hebt sich der Vorhang ja in der Regel. Und da haben wir gedacht, dass ihr uns unterstützen könntet. Ist das möglich? Beim Vorhang heben? Ja. Also wir nehmen jetzt alle unsere Hände und machen die nach unten. Ja, so nach unten. Ganz doll. Ja. Und jetzt hoch. Wisch. Ja, so ein knackigen Geräusch, so wisch. Ja, ja. Nochmal. Und wisch. Prima. Oh, das klappt ja wie nach eins. Und wenn das Stück zu Ende ist, dann machen wir die Hände wieder runter. Achtung, strecken, 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 strecken. Oh, oh, sehr gut. Und mop. Ja, mit dem Geräusch. Mop, genau. Mop. Achtung, mop. Ja, bereit? Achtung, achtung. Alle, mop. Jetzt mal beides nacheinander, ja? Achtung. Achtung, erstmal unten. Wisch. Mop. Wisch. Mop. Wisch, mach, und so weiter. Super, klasse. Wisch, mach, wisch, mach, wisch, mach. Sophie? Ja. Sophie? Ja. Hallo, jemand zu Hause? Ja, die haben es kapiert. Ja, ja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Am Anfang. Ach, am Anfang, genau. Danke. Ja, ja, also, wenn, also die Musik geht los und wir gehen auf Position und wenn ihr dann soweit seid, also sozusagen so, also seelisch soweit, dann macht ihr Wisch und das Stück geht los. Ja, ich verlasse mich auf euch. Okay. Ah!
Einmal ein Kaufmann. Ein Kaufmann. Ja. Der lebte vor langer, langer Zeit. Einen Diener, der hieß Hans. Ich meine natürlich Hansa. Ja, oder Hansi? Hansiette! Egal, na Gott sei Dank, also, er hieß Hans. Ja, Hans hatte 7 Jahre bei ihm gearbeitet. Was steht hier? Schwer gearbeitet. Sehr schwer gearbeitet. Extrem schwer. Doch eines Tages bekam er plötzlich Heimweh. Mama! Da sagte der Kaufmann. Na, sag mal, Hans, was ist dir denn? Ziehst dir so eine Leidensmiene? Bist sonst immer so fröhlich? Mama!
Willst du etwa aus meinen Diensten gehen? Ach, ein Jammer. Oh, natürlich, dein Lohn. Moment, gerechte Arbeit, gerechter Lohn. Wo kämen wir denn sonst dahin? Ah. Ach, einen Klumpen Gold für meinen Träumen in der Hand. Ja, und kleine habe ich's gerade nicht. So, Achtung. Ja, ist aber schwer. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Ich sag noch, ist schwer. Ja, und wenn du mal wieder einen Job suchst, kommst du zu mir, ja? Feiner Kerl, der Hans. So. Mama! Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner. Also, oh, keiner mehr. Boah, ich will. Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd. Beim Reiter ist es umgekehrt. Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd. Oh, Mami sagt noch, don't drink and drive. Was machst du denn auf dem Boden, du Purchen? Ah, schlafen. Landstreich, habe ich mir gedacht. Das ist ja Gold. Wo hast du das denn her? Von der Arbeit. Bestimmt keine Sozialarbeit. 7 Jahre. Ach so, naja, hast wohl gespart. Ja, wo willst du denn damit hin? Mama. Ach, zur Mama. Na, dann lob ich mir mein treues Pferd. Sitzt man bequem wie auf einem Stuhl, stößt sich nicht die Stiefel wund und ist da, wo man sein will. Ja, ganz brav. Mama. Ja, Mama oder Mallorca. Du willst tauschen? Das ist ja wohl ein ganz schlechtes Geschäft für mich. Ja, für mich, weil das hier ist ein ganz teures Pferd aus Mesopotamien. Mindestens 2 Goldklumpen wert. Her damit. Ja, her damit. Oh, sieht aber schwer aus. Boah! Ui, ui, ui. So ein Reitpferd kann man ja leicht ersetzen. Aber so ein Esel, der ist unersetzlich. Oh, wenn es nicht laufen tut, Hü-Hott sagen. Markt, kaufen wir eine neue Kuh und ein Kälbchen dazu. Hier passiert ein Unfall. Ich muss sofort helfen. Bertha? Ja, ja, ich komme ja schon. Mensch, ganz blutige Nase. Noch. Eieieiei. Ja, ja, das größte Glück der Pferde ist der Reiter auf der Erde. So. Oh, komm, ich helfe dir hoch. So, aber, ja, komm, komm, komm. Aber mach dich bloß nicht so schwer, ja, ich hab Rücken. Oh, ich sag noch. Oh. Oh.
Hier, nimm einen Schluck Milch, macht müde Mädchen munter. So. Noch. Ich sag ja, die Milch macht's. Hast du deine Kuh zurück hier? Pferd meint es natürlich. Mama. Du willst zur Mama? Aber das mit meiner Kuh, nicht mit meiner Kuh. Du willst tauschen? Das ist ja wohl ein ganz schlechtes Geschäft für... Für mich, ja, weil das ist ja eine Prachtkuh, Preiskuh, ja, ganz, ganz tolle Kuh und das ganz als Pferd, also ich meine, ja, gemacht. Aber wie geht sowas an? Oh, hot! Hot? Hü-hot? Hü-hot? Und wie geht's wieder aus? Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner. Eins kann mir nehmen, und das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen, und das ist Milch. Ja. Passiert? Ist die krepiert? Hä? Was geht? Also, ihr seid ja gut drauf. Wirklich, da liegt ja jemand im Strafraum. Nein! Was denn? Nicht. Ha, rührt sich nicht. Prima. Ui. Nein, nicht. Na, hört mal, ich bin Räuber. Räuber müssen klauen. Und aber vor dem schlechten Schwein will ich ja nicht mal meine Ruhe haben. Verratet mich nicht! Mutsch, hab ich gesagt! Mutsch! Du kommst gleich auf die Schlachtbank! Oh, ich kann mir keiner! Ich kann mir keiner! Aufwachen! Oh, ja, ja, genau! Oh, bam, bam, bam! Oh, das ist... Deine Kuh ist weg! Bertha! Oh, mein! Nein! Mama! Da ist ein Schwein! Da, ein Minischwein! Ja, du? Mama? Ja. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben. Knack, 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 knack.
Frau. Was machst du hier, Wanderschnecke? Hm? Mama. Ah, oh, zu Mama. Ja. Langweilig. Ja, und wo kommst du her? Oh, lange Geschichte, erzähl mal. Oh, von der Arbeit, oh, ja. Das wäre nichts für mich. Oh, geil, na, das wäre für mich, ja. Und dann? Ein Pferd, das wäre was für mich. Aber, boah, nicht so, boah. Oh je, Mine, das wäre nichts für mich. Und dann? Ja. Ja, ja. Und ich, aber, boah, nicht so. Ach, schon wieder? Ja. Meine Güte, na. Wie? Das Schwein? Das Schwein machst du da? Ja. Du, meine Liebe, das wäre auch nichts für mich. Weißt du warum? Das Schwein wird gesucht von der Polente. Oh. Das wurde gerade geklaut. Ja, ja. Kommst ins Kittchen. Polizei. Ja, Polizei. Mama. Na, Mama kann dich im Kittchen besuchen. Ja, ja. Und zwar eine Stunde am Tag mit einer Plexiglasscheibe in der Mitte, Mundschutz links und rechts. Ja, mit Aufsichtsperson. Doch, so ist es heutzutage. Das Schwein will ich schnell wieder loswerden. Na, so wird dann aber nichts. Das darf nicht mehr. Kein Schwein will das Schwein haben. Weil ich... Oh, ja. Nein. Das liegt der Ernst. Aber meine Mama. Ich will keinen Ärger mit der Polente. Verstehst du? Ich bin auf Bewährung. Auf Bewährung. Das kann nicht... Meine Mama. Ich mit meinem Helferkomplex. Ah, ich hab eine Idee. Die Schwein gibt bestimmt einen Finderlohn. Das bring ich gleich zurück. Ja, also dann. Mach's gut. Hopp. Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt, flög ich zu dir, weil's aber nicht kann sein, weil's aber nicht kann sein, bleib ich all hier. Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt, flüge ich zu dir, weil's aber nicht kann sein, weil's aber nicht kann sein. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, auch wenn die ganze Welt zu... Ach, Mädchen, sag mal, ich dachte, da würde ein Hund jaulen. Ja, na, was hast du denn? Sei doch nicht so schüchtern. Wo willst du denn mit der süßen Ente hin? Mama. Ach, na, die wird sich aber freuen. Und, wo hast du die her? Gekauft? Nicht? Ach, mit... Ah, du hast die mit einem Schwein getauscht. Ja. Aha. Und... Mu, wie? Das Schwein hast du mit einer Kuh getauscht? Ja. Hä? Die Kuh gegen ein Pferd, aber die ist doch viel mehr wert. Verstehe ich nicht. Komm. So viel Gold für ein Pferd? Na, du hast dir nicht die Geschäfte deines Lebens gemacht, oh, oder? Na, da lobe ich meine Musik. Meine Lieder gehören mir. Ich kann sie spielen, wo ich will und kann immer ein bisschen Geld verdienen. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es... Du willst wohl auch mal spielen? Na, seh ich dir doch an. Na los, versuch mal. Na, Musik kann jede, jetzt mach schon. Ich pass auf die Ente auf, ich kann gut mit Tieren. Die ist aber süß. Ja,
time's easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take to the sky. Oh, but till that morning, there is nothing can harm you. With daddy and mommy standing by. Wow, du hast ja doch eine total tolle Stimme. Ach, weißt du was, ich schenke dir die Gitarre. Ja, na klar, ich habe noch zwei Stück zu Hause und du hast Talent, das muss man fördern. Ja, also, dann, hier. Ich soll die Ente nehmen. Ja. Nee, ich bin Vegetarier. Nein. Ich soll damit fliegen. Ja. Mit der Ente fliegen? Ja. Meint ihr, dass das klappt? Ja. Naja, dann versuche ich mal. Dankeschön. Mach's gut. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, auch wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, auch wenn die ganze Welt... Wieso? Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut stehen ihm gut, er ist wohlgemut. Aber Mama weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Ich werde ja schon ganz wunderlich auf meine alten Tage. Ich höre ja immer die Stimme von meinem Hänschen. Lauf nach Hause. Papa, das kann ja gar nicht sein. Ich hab dich so vermisst. Sag mal, wo warst du denn? Was hast du denn alles erlebt? Erzähl mal. Mama. Du bist auf der Gitarre geflogen? Oder du hast Luftgitarre gespielt? Mama! Oh, du hast ein Pferderennen gewonnen! Wow, ich bin so stolz auf dich! Ja, Mama, und dann... Oh, eine Kuh! Oh, eine Kuh, die Gold kackt! Wow, sowas gibt's doch gar nicht! Ja, Mama, und dann... Oh, ein Räuber! Und dann... Ein Schweineräuber! Ja, und ich so... Wow, boom. Boah, du hast ein Schweinelied verprügelt! Oh, du bist ja so stark! Na, komm ins Haus, du musst mir alles ganz, ganz genau erzählen und ich mache dir eine heiße Schokolade, ja? Aber sag mal, das Einzige, was du von der langen Zeit übrig hast,
ist die kleine Gitarre. Bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König. Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König. Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, gerne. Wir arbeiten schon an unserem zweiten...